So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich besuche die Bootsrampe, Coral Cove und den Zapplerteich. Ich würde sagen, wir probieren das Ganze wirklich mal in Gruppenkeile, weil Solo wird ein bisschen schwierig. Oder wir machen es anders, wir machen Solo, springen hin, dann springen wir zum nächsten Ort und dann zu dem letzten Ort. Ich glaube, das ist einfach die einfachste Variante, um wirklich alle drei Orte ziemlich zügig zu zeigen. Weil ich glaube, in einer Runde da einmal quer über die Map laufen ist ein bisschen blöd. Von daher machen wir das, denke ich mal, so. Und ich mache das extra so, weil ungefähr in diesem Zeitabstand werdet auch ihr die Aufgaben machen. Weil schon manche mir gesagt haben, warum schneidest du das denn nicht? Ich mache das halt so, dass ihr es wirklich nachmachen könnt. Also das ist schon beabsichtigt. So, dann erstmal danke jetzt für 1340 Abonnenten. Wenn du aber noch kein Abonnent bist, dann lass doch gerne ein kostenloses Abo da. Wie gesagt, kostet dich nichts, unterstützt mich. Gleichzeitig erfährst du auch, wenn ich mal wieder einen Skin verlose, wie zum Beispiel morgen, also morgen Freitag, um 18 bis 19 Uhr werde ich den verlosen. So in dem Zeitrahmen. Der Stream wird aber schon vorher starten, definitiv. Aber zwischen 18 und 19 Uhr werde ich halt auf jeden Fall den Skin verlosen. Also gerne ein Abo dalassen, Glocke aktivieren, würde sich also in dem Fall definitiv lohnen zurzeit. Dann mir natürlich eine Freundesanfrage schicken an YouTube-FamilyHack. Würde mich natürlich auch unterstützen. So, wir gehen auch direkt zum ersten Punkt, der ist nämlich da. Ich hoffe jetzt nur, da landet nicht direkt einer. Weil es ist halt eigentlich ein Ort, wo kein Mensch landen will. Und gemeint ist natürlich hier diese Krabbe. Wir sehen sie schon, wir fliegen quasi schon gerade drauf zu. Diese Krabbe hier ist gemeint. So, mal gucken, ob einer mit uns kommt. Oder ob vielleicht schon einer da ist, weil wir sind nämlich eigentlich nicht perfekt abgesprungen. So, wie gesagt, einfach landen, wieder raus aus der Runde. Und gut ist, ich hole mir nur gerade die Kiste noch mit. EP, man kennt es. Und zack, Aufgabe zählt. Und landet noch einer hier? Nein. So, dann direkt raus aus der Runde. Und wie gesagt, genau so könnt ihr das halt auch machen. Klar, wenn eure Flugroute gerade ein bisschen anders ist, dann verzögert sich das natürlich ein wenig. Hier, das war jetzt recht zügig. Dann würde ich sagen, guck mal jetzt, wie die Route ist. Und dann gehen wir entweder zum Zapplerteich oder zur Bootsrampe. So. Direkt wieder rein. Und es tut mir leid für alle, die heute jetzt angefragt haben wegen Spielen und Livestream. Der Donnerstag könnt ihr euch eigentlich merken, in der Regel wird es nichts mehr im Livestream und Zusammenspielen außer der Reihe geht da eigentlich auch nicht, weil ich halt wirklich mit den Aufgaben beschäftigt bin. Ich meine, ihr seht ja, ich bin jetzt schon 2 Stunden dran. Ich muss die Aufgaben ja selber auch erledigen, weil ich sonst die neuen Aufgaben nicht bekomme. Und ich will halt auch nicht so im Creator-Modus rumturnen und euch einfach nur sagen, ja, ihr müsst dahin, dahin, dann müsst ihr das machen. Sondern ich will halt schon, dass ihr seht, wie das Ganze funktioniert. Deshalb mache ich es halt auf die Art und Weise. Kostet mich natürlich mehr Zeit, aber ihr könnt quasi live das Ganze nachmachen. So, jetzt gehen wir hier zu dem Zapfler. Zap. Leckt mich am Besen. Zapplerteich. Der ist nämlich da. So, da müssen wir nämlich als nächstes hin. Und all denen das als ein bisschen zu lang dauert, dann sorry, dann bin ich der falsche YouTuber für euch, was die Aufgaben betrifft. Ist aber auch kein Problem. Jeder macht das bisschen anders da. Aber in der Regel, die 3, 4 Minuten kann man sich eigentlich die Zeit nehmen, weil man muss die Aufgabe ja eh selber auch machen. Von daher passt das so eigentlich. So, dann springen wir direkt mal runter. Ist halt östlich neben der Stadt. Jetzt muss ich nur gerade gucken, dass ich das hier auch nicht falsch mache. Ah, doch, da ist er. Ihr seht ja, das ist halt der einzigste Teich, der hier so in der Nähe ist. Da hinten ist zwar noch einer, aber der ist nicht gemeint, sondern der hier unten. Das sind halt immer diese Orientierungspunkte und das ist halt einer davon. Ich habe ja gesagt, irgendwann muss man eigentlich alle Orte wissen. So, oh, da unten ist ein Lama. Aber ich will trotzdem erst zum Teich.
So, am Teich gelandet. Gerade gucken, ob hier noch was ist. Aber das Lama will ich mir jetzt eigentlich noch gerade schnell mitnehmen. Ihr wisst ja, EP. Aber mal kurz eine Frage: Seid ihr auch so süchtig? Ich weiß nicht, diese Season hier hat mich richtig gepackt. Jetzt nicht nur wegen YouTube, sondern einfach das Spielen macht doch Spaß. Auch wenn man mal abkackt. Aber die Bots, finde ich, machen schon sehr viel aus. So. Die EP musste sein. Die 1000 EP war Pflicht. So, Match verlassen. Dann haben wir den zweiten Punkt. Und jetzt müssen wir eben zur Bootsrampe. Und die ist halt ganz unten. Und ich denke mal, oder hoffe, dass die Route jetzt genau richtig für uns kommt, dass wir genau passend landen können. Und wie lange sind wir jetzt? 6 Minuten. Also ich meine, die Aufgabe ist doch relativ schnell gemacht. Ich ziehe hier kein Video auf eine halbe Stunde hoch. Aber so seht ihr halt wirklich, wo alle drei Punkte sind. Und könnt es halt dementsprechend nachmachen. Weil anders werdet ihr es wahrscheinlich auch nicht machen. Weil ich glaube nicht, dass ihr euch die Arbeit macht und wirklich in einer Runde versucht, das Ganze zu machen. Könnt ihr natürlich gerne probieren, um Gottes Willen, aber ich denke mal, nur wenn es um die reine Aufgabe geht, ist das hier gerade die schnellste Variante. Wir haben auch jetzt eigentlich relativ viel Glück, was die Busrouten betrifft, aber wie gesagt, wenn ihr gerade mal einmal komplett rübergleitet über die Map, funktioniert das Ganze natürlich auch. So, der nächste Punkt passt natürlich perfekt, ist da. Warte. Da sieht man schon. Und wie viel gut drüber sieht man? Komischerweise keinen. Wundert mich eigentlich. Bin gerade nur so mal gucken, welche Skits zurzeit so unterwegs sind. Ah, die Musik. Ich feiere diese Musik von dem Bus. Die ist einfach genial. So, ein bisschen fliegen müssen wir. Und dann haben wir die Aufgabe nämlich auch schon geschafft. Und dann sind wir dem Tagesziel schon mal einen Schritt wieder näher. So, jetzt muss ich gerade selber nochmal gucken, weil wie gesagt, ich holt mir die Informationen auch nur aus dem Internet. Weil klar, woher soll ich wissen, wo die Bootsrampe ist? Aber es gibt halt immer welche, die da innerhalb von 5 Minuten. Ah, das ist bestimmt das. Fliegen dahin. Gut, passt. So, es müsste eigentlich da vorne sein. Da sehe ich schon. Nämlich genau der Ort hier ist gemeint. Und zack. Von da unten ist nämlich auch noch eine Kamera. Ich habe mir nämlich gestern schon gedacht, hier ist bestimmt irgendwann mal eine Aufgabe. Gerade mal gucken, ob wir den hier oben noch wegholen können oder ob er uns wegholt. Er hat schon eine Pump. Schmeckt. Diese Lecks, gell? Also. Ich hoffe natürlich. Ja, noch eine MP. Ja, schmeckt. So, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Gerne ein Abo dalassen, Like dalassen. Schreibt auch gerne was in die Kommentare. Ich versuche sie immer wieder zu beantworten. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.